Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Teaching on the Bright Side. Mein Name ist Julia und ich zeige dir heute, wie du ein geteiltes Google-Dokument erstellen kannst. Du brauchst dafür Google Chrome und ein Google-Konto. Öffne Google Chrome und klicke oben rechts auf die Kästchen. Scrolle hinunter, bis du ein blaues Symbol mit dem Namen Docs siehst und klicke es an. Es öffnet sich nun die Anwendung Google Docs. Wenn du rechts auf Vorlagengalerie klickst, siehst du jede Menge Vorlagen. Wähle jetzt entweder eine Vorlage oder ein leeres Dokument aus. Ich wähle ein leeres Dokument und gebe links oben den Titel ein. Ich nenne das Beispiel Dokument Zusammenarbeit und gebe dann meinen Text ein. Man kann den Text natürlich auch bearbeiten. Um das Dokument freizugeben, klicke rechts oben auf Freigeben. Gib nun die E-Mail-Adressen der Personen ein, mit denen du das Dokument gemeinsam bearbeiten möchtest. Damit das funktioniert, brauchen die betreffenden Personen ebenfalls ein Google-Konto und eine damit verbundene E-Mail-Adresse. Wähle rechts aus, ob die betreffenden Personen das Dokument nur ansehen, nur kommentieren oder auch bearbeiten dürfen. Wenn du möchtest, gib auch eine kurze Nachricht ein und klicke dann auf Senden. Deine Kolleginnen und Kollegen haben die Einladung jetzt direkt per E-Mail bekommen. Falls sie die E-Mail über Gmail abrufen, sieht das so aus. Wenn man auf den Link klickt, gelangt man direkt zum gemeinsamen Dokument. Das gemeinsame Dokument kann man nun auf verschiedene Arten bearbeiten. Man kann einfach direkt hineinschreiben, Vorschläge machen oder kommentieren. Voreingestellt ist der Bearbeitungsmodus, also kann man ganz normal hineinschreiben und alles verändern. Eine sehr praktische Funktion ist Vorschlagen. Dabei sieht man sowohl das ursprünglich Geschriebene als auch den Änderungsvorschlag. Markiere dafür zum Beispiel ein Wort und gib dann die Alternative dazu ein. Wie du siehst, wird das ursprüngliche Wort zwar durchgestrichen, aber es verschwindet nicht. Diese Vorschläge können rechts in den Boxen angenommen oder abgelehnt werden. Falls man etwas ergänzen, es aber nicht direkt in den Text schreiben möchte, gibt es auch die Funktion Kommentieren. Dafür muss man ein Wort oder einen Textteil markieren und dann oben auf das Kästchen mit dem Plus klicken. Es erscheint nun rechts eine Box, in der man seinen Kommentar eintragen kann. Wenn du fertig bist, musst du nicht extra nach Speichern suchen. Das Dokument wird automatisch in der Cloud gespeichert, daher siehst du oben auch das kleine Wolkensymbol. Bevor du das Dokument schließt, kannst du dich zur Sicherheit mit einem Klick auf die Wolke überzeugen, ob alles automatisch gespeichert wurde. Um zum Startbildschirm bzw. deinen anderen Dokumenten zurückzukehren, klicke links oben auf das blaue Symbol. Hier siehst du anhand dieses Symbols, dass das Dokument für andere freigegeben wurde. Solltest du irgendwann einmal vergessen haben, für wen du das Dokument bereits freigegeben hast, klicke noch einmal auf den Dokumententitel und dann auf Freigeben.
Dort siehst du alle Namen bzw. E-Mail-Adressen, denen du eine Freigabe erteilt hast. Du hast hier natürlich auch die Möglichkeit, Berechtigungen jederzeit zu verändern, also zum Beispiel von Mitbearbeiter auf Betrachter wechseln oder die Person komplett zu entfernen. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem kurzen Video weiterhelfen und deinen Arbeitsalltag vereinfachen. Liebe Grüße und bis zum nächsten Mal!